Lust und Tod im Land der aufgehenden Sonne. Eine teuflische Gaumenfreude. Für den Kenner so unwiderstehlich wie die Droge für den Süchtigen. Eine Versuchung, die immer wieder Opfer fordert. Fugu, der Todesfisch. Tradition? Luxus? Todesverachtung? Unberechenbare Gefahr? Und mörderische Konsequenzen. Das sind die Zutaten dieses Krimis aus Japans Edelküchen. Tokio, Welthauptstadt der Gourmetkultur. Über 160.000 Restaurants. Jeden Monat öffnen 1.000 neue. 191 Sterne verleiht der Gourmetführer Guide Michelin an die Restaurants der japanischen Hauptstadt. Fast doppelt so viel wie an Paris. Dreimal so viel wie an New York. Für erlebnishungrige Gourmets ein Paradies der ausgefallensten Köstlichkeiten. Für Leute, die darunter Kartoffelsuppe und Kutterfilet verstehen, eine ziemlich fremde Welt, in der so manche Überraschung lauert. Ein Insider-Tipp für wagemutige Genießer. Das Restaurant Miuraya im Stadtteil Asakusa. Hier gibt es nur eine Spezialität. Giftigen Fisch. Gleich am Eingang der Nachweis der amtlich geprüften Kunstfertigkeit des Küchenpersonals. Der Gast soll wissen, hier ist er in besten Händen. Gleich darunter das Tier aus der Tiefe, das Gourmetherzen schneller schlagen lässt. Wer hier speist, legt sein Wohlergehen in seine Hände. Der 72-jährige Chef Miura filetiert giftigen Fugu seit 40 Jahren. Und bis heute haben seine Gäste das Dinner unbeschadet überstanden. Wichtig ist, die hochgiftigen Innereien sauber vom Fleisch zu trennen, sonst wird die Mahlzeit zum potenziellen Todesurteil. Ein einziges Exemplar dieses Fisches könnte mit seinem Gift ganze Scharen Feinschmecker ins Jenseits befördern. Darum auch der Giftkübel, Meister Miuras Büchse der Pandora. Laut Gesetz müssen die toxischen Abfälle sofort weggeschlossen und später chemisch entsorgt werden. Das Filetieren ist eine Kunst, die viel Erfahrung braucht. Aus der Gemüseküche abkommandiert ist Gehilfe Atsushi, der dem Meister auf die Finger schauen darf. Siehst du? Das Fischfilet muss peinlich genau von Blutresten und Sehnen gesäubert werden. Vor dem Gast muss alles sauber aussehen. Aus dem Filet hier bereiten wir Sashimi. Die anderen Teile kommen in den Kochtopf. Die Fischflossen, damit würzen wir den Sake. Gute 3 Tage werden sie getrocknet und dann eingelegt in Reiswein. Das Messerarsenal für den Giftfisch. 3 Spezialklingen braucht ein Chef für die Zubereitung des Fugu. Neben dem schweren und mittelschweren Messer für Haut und Knochen das Fugu-Sashimi-Messer. Die flexible und extrem scharfe Klinge gleitet durch das feste Fleisch wie ein Lötkolben durch Butter.
Präzise wie ein Schwertmeister. Ein guter Sashimi-Chef ist ein wahrer Künstler mit der Klinge. Eine einzige fließende Bewegung. Das feste Fleisch auf dem Teller so hauchdünn wie Papier. Für den Connoisseur die reine Poesie. Hier haben wir das fertige Fugu-Sashimi. Traditionell wird dieses Gericht nach dem Muster einer Chrysantheme angerichtet. Als Dip servieren wir dazu Ponzu, bestehend aus Sojasauce und einem leichten Essig. Dazu gibt es eine Würze aus Rettich und Chili, die wir Momiji Oroshi nennen, weil uns die Farbe an Momiji, das rote Ahornlaub im Herbst, erinnert. Der Zauber aus der Gourmetküche. Salat aus Fugu-Haut. Angedünstetes Fugu-Fleisch. Gegrillte Fugu-Rippchen. Fugu-Filet in süßlicher Soße. Und Fugu-Haut in Sojasoßen-Gelee. Himmlische Gaumenfreuden. Oder teuflische Versuchung? In jedem Fall ein sündhaft teurer Luxus. Unter 100 Euro nicht zu haben. Kenner schätzen den festen Biss und das leichte, feine Aroma. Nicht nur ein Kick für wagemutige Genießer, auch lebensfrohe Japaner kommen da ins Schwärmen. Zum Hauptgang gibt es Fugujiri, ein Eintopfgericht aus Fugu, Tofu und Seitan. Trotz der Leckereien kein bisschen Angst vor Gift in der Suppe? Natürlich hört man hin und wieder, dass jemand an Fugu gestorben ist. Aber ehrlich gesagt, denken wir nicht weiter dran. Es schmeckt einfach zu gut. Der Fisch hat einen sehr zurückhaltenden und delikaten Geschmack. Gerade deshalb kann man so viel aus ihm machen. Ich denke, das ist der Grund, warum dieser Fisch so beliebt ist. Es ist einfach ein großartiger Fisch. Er hat kein bisschen Fett. Das macht ihn im Winter auch als Eintopfgericht so beliebt. Ich sage Ihnen, dieser Fisch ist ein Luxus. Den will man sich nicht nur einmal im Jahr gönnen, den will man jede Woche essen. Doch lohnt der Gaumenkitzel das Risiko? Zweifellos hat über die Jahrhunderte so mancher Koch auf der Suche nach der richtigen Zubereitungsart mit seinem Leben gespielt und verloren. Japans größte Heerführer fürchteten den kleinen Fisch, konnte sein Gift ihrer Armeen doch schneller dezimieren als jeder Gegner. So wurde den Samurai der Fugu-Verzehr strengstens untersagt und kraft Gesetz sogar dem japanischen Kaiser verboten. Und das gilt unverändert noch heute. Doch dem Volk war die teuflische Gaumenfreude nicht auszutreiben. Selbst in der Poesie huldigte man dem giftigen Meerestier. Wo sonst liegen Hochgenuss und Verderben so schicksalhaft dicht beieinander, wenn nicht in der Liebe und beim Fugu. Ohne ein Wiedersehen, heute Abend Fugu-Suppe. In diesem berühmten Gedicht beschreibt der Dichter Buson wahrscheinlich seine Liebe zu einer Frau, die für ihn unerreichbar scheint. Er betet sie aus der Ferne an. Aber da er sie nicht sehen kann, beschließt er, sich am Abend mit einer Fugu-Suppe zu trösten. Auch Herr Kichi Kitahama hat eine Leidenschaft, der er nicht entkommen kann. Nichts fesselt ihn mehr als die Liebe zu einem Fisch. Willkommen in Kitahamas Kugelfischkabinett. Zwischen Gräten, Knochen und getrockneten Flossen erläutert der Fugu-Experte jedem Besucher gern Geschichte und Gefahren des giftigen Meeresbewohners. Seit den ersten Aufzeichnungen um 1900 hat es weit über 6000 Tote gegeben. Das sind mehr als 70 Opfer pro Jahr. Das Schreckensjahr 1958.
Als sich ungelernte Köche am Fugu versuchten, kam es zur Katastrophe. 289 Vergiftungen, 176 endeten tödlich. Schluss mit diesem russischen Roulette, verlangten die Experten und forderten vom Staat Lizenzpflicht für Fugu-Köche und strengere Regeln für die Gastronomie. Von den insgesamt 38 Fugu-Arten, die es an Japans Küsten gibt, sind heute nur noch 22 zum Verzehr freigegeben. Außerdem wurde genau festgelegt, welche Teile bei welcher Fischsorte auch tatsächlich genießbar sind. Denn bei jeder sitzt das Gift woanders. Mit diesen Regeln hat der Staat endlich versucht, das Problem in den Griff zu bekommen. Die Tokioter Stadtregierung rät zur Besonnenheit. Man solle den Schauergeschichten nicht zu viel Glauben schenken. Bei den seltenen Todesopfern handelte es sich doch ausschließlich um unvorsichtige Fischer und übermütige Amateurköche. Uhr früh. Lehrling Atsushi Domon meldet sich im Juraya zum Dienst. Wer in einem japanischen Restaurant was werden möchte, muss sich hocharbeiten. Und das beginnt mit Pfannenputzen. Vor 4 Jahren kam ich aus der Provinz Yamagata nach Tokio. Ich hatte keine Lust auf eine Kochschule, sondern wollte in einem Restaurant alles lernen, bis ich die Lizenzprüfung zum Fugu-Meister schaffe. Heute will Meister Miura sehen, was sein Lehrling gelernt hat. Mit etwas weichen Knien steigt Atsushi in seine Gummistiefel. Er weiß, einen Fugu zu schlachten ist nichts für schwache Nerven. Genau so und jetzt mit Kraft. Und immer gerade schneiden. Bis zum Schwanz. Hey, der lebt ja noch. Gib ihm eins auf den Kopf. Am Anfang dachte ich, das ist ganz schön grausig. Ich hatte ziemliches Herzklopfen. Aber was soll ich sagen? Man gewöhnt sich dran. Für das Ausnehmen hat er 10 Minuten und für das Sashimi eine ganze Stunde gebraucht. Für die Prüfung muss er lernen, alles zu schaffen. Aber in 20 Minuten. Ein sauberes Filet in nur 20 Minuten? Bis Atsushi soweit ist, braucht er noch Zeit. Und Chef Miura Nachschub an frischem Fisch. Das Fischerdorf von Anori, 380 Kilometer südwestlich von Tokio. Herr Katayama ist Fugu-Fischer und hat vor allem eine Sorge: das Wetter. Seit einer Woche ist die See zu rau und in ein paar Tagen, Ende Februar, sind die gerade mal 5 Monate Saison zu Ende. Alle hier leben vom Kugelfisch und warten angespannt auf Nachricht von der Hafenbehörde. Eine Mitteilung an alle Fischer. Morgen gibt es kein Auslaufen. Ich wiederhole, kein Auslaufen. Das drückt natürlich auf die Stimmung. Wer in einem Büro arbeitet, kann jeden Tag zur Arbeit gehen. Aber wir sind nun mal vom Wetter abhängig. Auch am nächsten Abend hat sich das Wetter nicht gebessert. Nur noch 2 Tage bis Saisonende. Die Stimmung könnte schlechter nicht sein. Dann, endlich, ziehen die Unwetterwolken aufs Meer hinaus. Die Durchsage wirkt wie eine Erlösung. Die letzte Chance zum Fischen vor der Sommerpause.
In einem Durchgang legen wir 10 solcher Körbe mit Fangleine aus. 3 Durchgänge werden wir machen. Zusammen sind das gut 2,4 Kilometer Fangleine. Aber es kommt trotzdem vor, dass wir auch mal gar nichts fangen. Auslaufen rechtzeitig um Mitternacht. Um 4 Uhr, kurz vor Morgengrauen, erreicht die Flotte ihr Ziel. Die Nähe der Kollegen ist bei Wettereinbruch sicherer und sorgt dafür, dass alle die gleichen Chancen haben. Trotz eisigem Wind und klammen Fingern, Herr Katayama und sein Bruder sind bei guter Stimmung. Noch hoffen sie, den Ausfall der letzten Woche wieder gut zu machen. Mit etwas Glück fangen wir 10 oder 20. Aber man kann nie wissen. In letzter Zeit haben sie sich rar gemacht. Fast eine Woche lag das Schiff im Hafen. Jetzt ist Eile geboten. Das Wetter droht sich schon wieder zu verschlechtern. Rasch wird die Leine eingeholt. Mit dem Bambusstock werden die kleinen Fische, die sich an der Leine verfangen haben, abgeschlagen. Doch vom Fugu keine Spur. Zweiter Versuch. Wieder die Leinen mit Köder bestücken. Das Wetter verschlechtert sich, die Anspannung steigt. Die See wird rauer. Wenn sie nicht bald etwas fangen, war alles umsonst. Wieder läuft die Fangleine durch. Nichts. Nicht ein einziger Fisch. Es ist niederschmetternd. Auch das noch. Eine Sturmwarnung wird durchgegeben, aber Seishi Katayama will nicht umkehren. Einmal muss er es noch riskieren. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, das sind unsere letzten Köder. Jede Minute zählt. Jeder Meter ein inständiges Hoffen. Wenn sie ohne Fugu beidrehen, haben sie nur Verluste. Doch da sehen sie etwas. Endlich ein Tigerfugu, die begehrte Delikatesse. Nicht allzu groß, aber immerhin. Die letzten Meter laufen durch. Noch einer im Netz. Und diesmal ein wahres Prachtexemplar. Und dann folgt ein grausames Ritual. Dem Fugu werden die scharfen Zähne gezogen. Denn sonst würde der aggressive Fisch im engen Behälter seine Artgenossen beißen und verletzen. Zehn Stunden waren sie auf See und im Heimathafen warten bereits ungeduldig die Händler. Der Blick in die fast leeren Fischtanks gibt wenig Grund zum Jubeln. Jeder hier weiß, seit Jahren sind die Fangquoten rückläufig, doch so schlecht wie heute lief es selten. Herr Katayama ist den Tränen nahe. Das war wirklich wenig heute. Das ganze Jahr lief es nicht gut und ich habe gehofft, heute mal mehr zu fangen. Aber was soll man machen? Schluss, aus. Jetzt ist die Saison zu Ende. Vom armen Fischer zum reichen Shimonoseki. Der wahrscheinlich einzigen Stadt, in der jeden Morgen vor einem Fugu die Nationalflagge gehisst wird. Nirgendwo hat man von dem Kult mit dem giftigen Fisch so profitiert wie hier, dem japanischen Fugu-Handelszentrum. Shimonoseki, das ist so etwas wie Fugu City. Früh am Morgen die erste Fugu-Auktion. Der Fang aus ganz Japan wird hier versteigert.
Doch tatsächlich werden nur noch 20% aus der Fischerei bezogen. 80% stammen heute aus künstlicher Aufzucht. Die Versteigerung ist ein Ritual nach alter Tradition. Wer hier bietet, braucht Fingerspitzengefühl. Wird ein Finger gegriffen, so steht das für 1.000 Yen. Zwei Finger für 2.000 Yen, drei Finger bedeuten 3.000 Yen und so weiter. Geheime Absprachen gibt es nicht. Das höchste Gebot wird stets ausgerufen, laut und deutlich. Eine Tradition zu Ehren der Vorfahren. Das Tuch symbolisiert den Kimono. Gab man sich als Samurai unter dem Ärmel die Hand, war ein abgegebenes Gebot verbindlich. Ein paar Häuser weiter wird der erstandene Fisch verarbeitet. Der Killerfisch, hier eine Delikatesse vom Fließband. Für Restaurants ohne Personal mit Lizenz wird der Fugu bereits hier ausgenommen. Japans Lust auf den giftigen Kugelfisch hält einen ganzen Geschäftszweig in Gang. Den Fisch, den wir auf der Auktion kaufen, zerlegen und entgiften wir hier, machen ihn küchenfertig und verschicken ihn ins ganze Land. Hier hinter mir wird der Fugu in Kartons verpackt. Die gehen dann an Restaurants und Fachgeschäfte. In der Hochsaison verarbeiten wir hier 6.000 Stück pro Tag. Die entgiftete Delikatesse, nun so harmlos wie abgepackte Heringe, versichert der Großhändler. 3 Millionen Tonnen Kugelfisch verspeisen die Japaner jedes Jahr. 80% davon kommen aus Shimonoseki. Der Kultfisch hat die Stadt reich gemacht. So nennt man ihn hier auch nicht Fugu, sondern Fuku, was Reichtum bedeutet. Tsukiji in Tokio, größter Fischmarkt der Welt. 65.000 Auktionäre, Zulieferer, Groß- und Kleinhändler. Eine Stadt in der Stadt. ...2000 Tonnen Fisch werden hier täglich umgesetzt. Von Seetang und Sardinen bis zu Edel, Thunfisch und Kaviar. Gehandelt werden sämtliche Delikatessen aus dem Meer. Selbstverständlich auch die giftigen. Mit kritischem Blick inspiziert Meister Miura bei seinem Stammhändler die frische Ware. Na, die sind mir zu klein. Wir haben noch mehr. Schauen Sie doch mal da. Oh, der hier ist genau richtig. Entscheidend ist die Größe und wie dick er ist. Die dicken schmecken einfach besser. Natürlich könnte ich direkt beim Fischer kaufen, aber da habe ich keine Auswahl. Hier in Tokio dagegen kann ich mir von allem das Beste aussuchen. Nur wer sich mit einer Lizenz ausweisen kann, darf den frischen Kugelfisch erstehen. Da Chef Miura aber seit 40 Jahren Stammkunde ist, genügt sein Name, um den Kauf zu markieren. Auch Atsushi kommt an diesem Morgen zum Fischmarkt. Allerdings in einen entlegenen Winkel, in den sich nur wenige verirren. Giftentsorgung steht hier an der Tür. Innen stickige Luft, eine schweigende Gemeinschaft in weißen Kitteln und junge Männer, die hinter Sicherheitsglas nervös mit Büchern und Fischen hantieren. Trainingsbeginn in der Fugu-Fachschule. Hier werden in einem Monat die Prüfungen der Köche abgenommen. Heute will Atsushi dem Prüfer zeigen, wie schnell er inzwischen ist, mit dem Messer.
Als wäre der Druck nicht schon groß genug. Auch Chef Miura hat heute ein wachsames Auge auf Atsushi. Schon heute gelten Prüfungsbedingungen. 3 Messer, 5 Handtücher, ein Fisch und nur 20 Minuten Zeit. Fertig? Achtung! Und los! Also das Zerlegen kann er. Er hat schon mehrere hundert ausgenommen. Aber ob das für die Prüfung reicht, wird sich zeigen. Jedes der giftigen Organe muss auf einem Tablett penibel platziert und mit einer Namensplakette markiert werden. Wenn er unsicher ist, sich auch nur einmal vertut oder korrigieren muss, ist der Test für ihn vorbei. Die genießbaren Teile werden küchenfertig zerkleinert und auf einem zweiten Tablett ausgelegt. Die Zeit wird knapp. Noch 1 Minute 15 Sekunden. Atsushi versucht, sich von den bohrenden Blicken der Profis nicht aus dem Takt bringen zu lassen. Doch die Messerspitze verrät, er steht unter Hochspannung. Lassen Sie das Sashimi nun liegen. Machen Sie alles sauber und prüfen Sie noch mal, ob Sie nichts falsch gemacht haben. Na, das war ja sehr knapp. Da wird er noch üben müssen. Sehen Sie dies hier? Diese Sehnen müssen Sie abschneiden. Und dann das hier. Geben Sie mir mal ein Handtuch und drücken Sie das aus. Hier, sehen Sie das? Da ist noch Blut dran. Blut ist giftig, ganz besonders nah am Herzen. Hier und hier. Das ist am wichtigsten. Wenn Sie das in der Prüfung so machen, sind Sie draußen. Natürlich muss man mit den Eingeweiden vorsichtig sein. Wenn ich mal ein eigenes Restaurant habe und Fubu serviere, der ist schließlich giftig. Also wenn man da nicht aufpasst, kann schnell etwas passieren. Der Fugu. Ein kleiner Fisch voller Rätsel. Nicht alle Kugelfische sind gleichermaßen giftig. Selbst innerhalb derselben Sorte und im selben Territorium können sie tatsächlich giftig oder aber genauso gut ungiftig sein. Forscher versuchen herauszubekommen, warum. Wir wissen, dass die Eier des Fugu, in denen die Giftkonzentration ja mit am höchsten ist, von anderen Fischen gemieden werden. Das Gift ist also womöglich dazu da, die Eier zu schützen. Aber wir haben auch beobachtet, dass Kugelfische, die auf engem Raum sehr aggressiv sind, bei hoher Giftkonzentration wieder ausgeglichener werden. Außerdem stärken sie damit ihr Immunsystem. Wir könnten also behaupten, der Fisch braucht das Gift, um emotional ausgeglichener zu werden. Dem Giftgeheimnis auf der Spur. Auch im Labor kam der giftbäuchige Fisch und das Messer. Und offenbarte Erstaunliches. Der Fugu aus dem Meer war mehr oder weniger giftig, doch die Zuchtfische, alle ungiftig. Nachdem wir das festgestellt hatten, haben wir überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir dem ungiftigen Fugu das Gift ins Futter mischen. Und tatsächlich waren auch diese vorher ungefährlichen Fische plötzlich giftig. Also lag der Schluss nahe, dass der Fugu das Toxin gar nicht selbst bildet, sondern über die Nahrung aufnimmt und im Körper speichert. Den wahren Verursacher des Gifts vermutete man in der Nahrungskette. Pseudomonaden, Bakterien als Giftproduzenten. Des Rätsels Lösung? Die gängige Annahme ist zwar immer noch, dass der Fugu sein Gift über die Bakterien bezieht, allerdings reicht das zur Erklärung noch nicht aus. Die Giftmenge ist dafür einfach zu groß.
Erst nach 40 Jahren Forschung gelang es den Japanern, das Gift zu isolieren. Es ist gefährlicher als Curare oder Cyanid und tausendfach so stark wie Cyankali. Schon ein Mikrogramm pro Kilo Körpergewicht ist für den Menschen tödlich. Das Grauen hat einen Namen. Tetrodotoxin, eines der stärksten Nervengifte der Welt. Stellen Sie sich vor, dies wären nebeneinander liegende Nervenbahnen. Jede dieser Nervenbahnen hat einen Natriumkanal. Tritt hier Natrium ein, wird ein elektrischer Impuls ausgelöst, der sich zum Nervenende hin fortsetzt und dann wieder über den Natriumkanal an den nächsten Nerven weitergeleitet wird. So wird der Nervenimpuls weitergereicht. Gelangt aber Tetrodotoxin ins Blut, blockiert es diesen Natriumkanal. Das Natrium kann nicht mehr hinein. Folglich kommt es zu keinem elektrischen Impuls. Und der Reiz kann nicht weitergegeben werden. Ein tückisches Gift. Der Körper wird gelähmt, die Atemmuskulatur versagt. Das Opfer erstickt. Es hat viele Vergiftungen gegeben, aber keiner dieser Todesfälle hat Japan so beschäftigt wie jener, der sich am 16. Januar 1975 ereignete. Das Opfer war schon zu Lebzeiten eine Legende. Mitsugoro Bando der Achte, einer der berühmtesten Kabuki-Schauspieler Japans. Bando, ein ausgemachter Feinschmecker, besucht an diesem Abend mit einer Geisha und Freunden ein renommiertes Restaurant in Kyoto. Fugu-Eintopf wird gereicht. Ein Theaterdirektor will den berühmten Gast beeindrucken und lässt ein winziges Häppchen der verbotenen Fugu-Leber reichen. Unter Kennern der Gipfel des Genusses. Jeweils ein Stückchen von gerade mal 1,4 cm Länge wurde pro Schale serviert. Nicht mehr als 4 Gramm. Delikatesse oder Todesschmaus? Niemand kann sich entschließen zu probieren. Niemand. Bis auf Bando. 20 Gramm der Leber wären nach der bis dahin gängigen Berechnung tödlich gewesen. Mit 20 Gramm lägen wir bei 200.000 Mäuseeinheiten. Eine Mäuseeinheit ist die Giftmenge, die eine Maus innerhalb weniger Minuten tötet. 200.000 Mäuseeinheiten, das Todesurteil für jeden Menschen. Bando zeigt sich vom Geschmack der Leber tief beeindruckt und bittet um die Portion seines Tischnachbarn. Eine weitere folgt. Und noch eine. 16 Gramm Leber. Nur 4 Gramm unter dem Limit. Ich selbst habe Fugu-Leber untersucht, die eine Giftigkeit von über 41.000 Mäuseeinheiten aufwies. In so einem Fall wären natürlich auch 16 Gramm tödlich. Als Bando am gleichen Abend hochschreckt, plagen ihn Kopfschmerzen. Und ein beunruhigendes Gefühl. Eine Fugu-Vergiftung durchläuft 4 Phasen. In der ersten macht sich ein taubes Gefühl in Mundbereich und Gaumen breit. In der zweiten Phase verspürt man ein taubes Gefühl in den Händen. In der dritten wird der Körper steif. Die Muskeln werden gelähmt. Nach und nach fühlt Bando seinen ganzen Körper wie in Beton gegossen. Allmählich setzt die Atmung aus. Doch sein Herz schlägt weiter. Auch wenn der Körper nach und nach vollständig gelähmt wird, bleibt das Opfer bis zum Ende bei vollem Bewusstsein. Während Bandos Geliebte vergeblich um Hilfe ruft, muss dem Gourmet klar geworden sein, was ihm zum Verhängnis wurde.
Unsere Vorfahren wussten noch von einem Gegenmittel. Man suchte nach einer geeigneten Stelle am Meeresufer und band das Opfer dort auf eine Weise fest, dass der Wellengang regelmäßig auf den Brustkorb drückte und damit wie eine künstliche Beatmung wirkte, bis das Gift im Körper abgebaut war. Der Todesfisch, ein umstrittener Mythos. Der Staat verschlafe seine Fürsorgepflicht, bemängeln Kritiker. Japaner halten dagegen, dass es in den letzten 10 Jahren in Großbritannien 6-mal mehr BSE-Tote gegeben habe als Fugu-Opfer in Japan. Es sind 30 Grad in seinem stickigen kleinen Zimmer. Und Atsushi kann nicht schlafen. Er weiß, er wird kein Auge zutun. Nicht heute Nacht. Der Morgen dämmert herauf und bei Atsushi liegen die Nerven blank. Er fühlt es bis in die Fingerspitzen. Heute wird er Fugu-Chef. Feiertag auf dem Fischmarkt von Tokio. Wo sonst das Leben tobt, ist jetzt keine Menschenseele. Für Atsushi wie die Ruhe vor dem Sturm. Heute ist sein Prüfungstag. Der Lizenztest. Hier geht es auch um die Ehre des Restaurants. Meister Miura will sehen, wie sich sein Zögling heute schlägt. Doch der steht wie erstarrt am Ausgang und wünscht sich hinter die Spüle zurück. Die Prüflinge werden aufgerufen, doch einer fehlt. Der Schulleiter bittet um Geduld. Wo steckt Atsushi? Am Parkplatz wird er schließlich entdeckt. Sie dürfen ruhig reinkommen. Atsushi! Atsushi, komm schon! Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mit weichen Knien betritt er die Arena der schnellen Messer. "20 Minuten sind wirklich knapp. Da hat man keine Zeit, noch irgendwas zu korrigieren. Da muss alles perfekt sein." 2 Jahre hat er darauf gewartet. Auf diesen Moment, auf diesen Fisch. Nur noch 20 Minuten durchhalten. Der Erfolg scheint zum Greifen nahe. "Wenn ich ehrlich bin, will ich gar nicht, dass er besteht. Es ist besser, er fällt durch. Wenn er es beim ersten Mal schafft, wird er nur hochnäsig." "Achtung, es gilt 24 Scheiben Sashimi zu schaffen. Startzeit Punkt 8.30 Uhr. Achtung und los." Unter den Argusaugen des Prüfers. Bis jetzt hat Atsushi alles im Griff und noch liegt alles in der Zeit. Endspurt. Noch eine Minute für das Sashimi. Jetzt eine ruhige Hand bewahren. Bloß nicht wieder nervös werden.
Die Zeit ist um. Sofort werden die Sashimi-Scheiben gezählt. Na, da hat er sich doch wacker geschlagen. Alles wird benotet. Sauberkeit, Schnelligkeit, Anordnung. Nur perfekt ist gut genug. Bei Atsushi sieht alles gut aus, doch dann? Sie wissen ja, man muss mit den Handtüchern sparsam sein. Und Sie haben dann mit einem Handtuch, das die Innereien berührt hat, Ihr Brett abgewischt, bevor Sie das Filet darauf geschnitten haben, nicht wahr? Ja, das dürfen Sie nicht. Ich habe Ihnen jetzt überall Pluspunkte gegeben. Aber so? So nah am Ziel und dann durchgefallen wegen eines Handtuchs. Und dann muss Atsushi den Anruf machen, den er sich ganz anders vorgestellt hatte. Mama? Es ging alles zu schnell und naja, also ich habe es nicht geschafft. Ihm mag es noch wie eine ungerechte Bestrafung vorkommen, aber zum Wohl der Tokioter Bürger und Feinschmecker ist es wohl besser so. Jetzt schaffe ich es immerhin knapp unter 20 Minuten. Bis zum nächsten Jahr werde ich einfach noch mehr üben und noch besser werden. Manche schaffen es beim ersten und andere erst beim dritten Mal. Aber ich sage Ihnen was, wer die Prüfung dreimal macht, der ist am Ende der bessere Chef. Der Fugu, Delikatesse oder Teufelsfisch. Auf jeden Fall eine atemberaubende Spezialität.